Hey yo, ich grüße euch. Ich bitte euch auf jeden Fall dran zu bleiben. Auch die, die nur ein paar Sekunden immer dran bleiben. Ja, es ist ein bisschen wichtig. Es gibt ein paar Sachen. Wichtig ist erstmal, hatte ja 500 Abonnenten geknackt. Dadurch habe ich Community-Beiträge freigeschaltet und da poste ich immer regelmäßig was. Wäre gut, wenn ihr da auch was reinschreibt. Keine Ahnung. Vorschläge für Videoformate, die ich machen könnte. Keine Ahnung, zum Beispiel, also das weiß ich nicht, so viel beim Fans World, was schafft die und die Lok? Sagen wir mal. Ich sollte mal meine Wasserflaschen mal wegholen. Die haben mich jetzt schon mehrmals gestört in der Haufen, aber ich weiß scheiß drauf. Und ja, da könnt ihr euch vorstellen. Oder für der Padel, dafür geht ja. Oder keine Ahnung, vielleicht ein neues Spiel, vielleicht. Wer weiß, ich weiß ja nicht, noch nicht, was alles so auf den Markt kommt. Ne? So wie im neuen Jahr kommt ein gutes Spiel, was ich schon spielen möchte und dann möchte ich vorstellen. Wenn das in Game Pass kommt, ist das sogar gut. Da muss ich dafür nicht zahlen. Ne? Ich zahle ja alles aus eigener Tasche, deswegen. So wie den, ich habe ja nur wegen den Aufnahmen, wegen YouTube habe ich mir die HDD gekauft, damit ich eine flüssige Aufnahme habe und nicht dauerhaft gequält bin, das zusammenzuschneiden und dann nochmal von 60 FPS auf 30 runter zu gehen. Und das ist ja auch eine Qual. Also ich glaube, jeder, der 60 FPS genießt, weiß das zu schätzen. So, dann habe ich nochmal was. Das ist schon wieder eigentlich zu viel vergangen, aber ist egal. Für die Leute, die da dran sind, noch ist gut. Ich habe am Sonntag Geburtstag. Ich weiß nicht, je nachdem, wie das Internet ist, werde ich dann auf Twitch streamen. Auf YouTube geht ja nicht. Vielleicht werde ich obwohl, ne, beim Handy geht nicht. Da ist mein Handy ein bisschen problematisch. Ja, das hätte ich gesagt, beim Handy mache ich das, aber es ist problematisch, das Handy. Ein bisschen manchmal. Ja, da werde ich weltweit Twitch streamen, wenn das Internet mitmacht. Werde ich offline, also so ein Offline-Spiel spielen, dann werde ich die Kampagne von irgendeinem Spiel weiterspielen, oder ich werde das Train the World spielen, oder keine Ahnung was. Also, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr live gratulieren wollt, dann könnt ihr dies auf Twitch da machen. Link ist in der Videobeschreibung. Ich ja, versuche eine Lösung zu finden, dass ich wieder auf YouTube streamen kann. Das ist definitiv besser für mich. Ich habe da halt eigentlich mehr Leute dann eigentlich, aber zweite Sache ist, ich habe ja noch einen Partner für Instant Gaming. Checkt da meinen Link ab. Stellt euch auf eurer Plattform, auf der ihr spielt, ein Spiel oder holt euch Guthaben, keine Ahnung, damit unterstützt ihr mich auch nochmal, weil ich zahle das ja wie gesagt also aus einer Tasche, ich heule nicht rum, dass es so ist, ich kann mir das meiste eigentlich leisten, da so, solange ist das nicht, ich kaufe natürlich jetzt nicht ein Vollpreisspiel für 60 Euro neu, stellt euch vor, aber deswegen, für so ein neues DC wäre es so ein Chapter wie bei Leopardek oder so ein DC, Deutschland DC, was bei Trans World ist, das kann ich ja machen. Und ich habe die 180 in Trans World, die kann ich auch euch immer vielleicht vorstellen, wenn ich dann das spiele. Ich kann sogar das Spiel pausieren, die Streamkurs pausieren und dann das Spiel wechseln, glaube ich sogar. Und das ist gut. Da kann ich mich die Spiele ja, wechseln. Keine Ahnung. Also, man sagt, wir haben keine Lust mehr auf Trans World. Spiel von uns aus her gerne die GTA 5 Story. Dann kann ich das machen. Muss mal schauen, ob das wirklich geht. Ich meine aber schon. Ja. Das wäre es dann nochmal so, was zu sagen gibt für dieses Wochenende. Jo. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was da so ihr wollt, so allgemein. Und ich sage, bis dann und schau und vergiss nicht, den Daumen nach oben in die nördliche Richtung zu schicken. Und jetzt.